Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah, come on! Ja, hallo und herzlich willkommen bei GTA 5 für den PC. Und ja, ich hatte... Okay, erstmal gucken wir uns das an. So, ich wollte schon vor Tagen Aufnahmen aufnehmen, hochladen. Ich hatte auch schon 3 Episoden aufgenommen. Aber mein Aufnahmeprogramm hat total ruckelige Videos rausgekackt und es ging einfach mal gar nicht. Und ja, jetzt probiere ich es mal mit Shadowplay aus. Falls ich ein bisschen leise sein sollte, dann liegt das an meinem Mikrofon. Ja. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie hat das eine kleine Macke. Ich soll jetzt mein Handy wählen. Es ist irgendwie leise geworden. Also ich... Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Naja, egal. So. Jetzt holen wir uns das Geld. Show me the money! Ja, ich zeig dir gleich das Geld. Erstmal, warte mal, was ist hinten? Nix. Hier liegen überall Geldbündel. So, und jetzt... Ja, man darf hier nichts verkommen lassen von dem schönen Geld. So, weiter geht's. Komm, Trevor, geh! So, jetzt müssen wir links alt gedrückt halten und dann wählen wir mit der Maus Trevor aus und dann können wir diesen netten Herrn hier mal eine Kugel verpassen. So. Weil Zeugen brauchen wir nicht in diesem Spiel. Okay. Laufen, laufen, laufen. So, Deckung. Ja, komm, mach ihn da jetzt. Zünd die Bombe, komm. Brad. Irgendwie sieht Brad jetzt hier in dem Part der Mission so schlank aus. Oder ist das ein anderer? Nee, das ist doch hier noch Brad, den Trevor ja so liebt. Also... Ich hab schon gedacht, ich wäre jetzt in der Kiste. Ja, ja. So. Sind hier irgendwo noch welche? Okay. Sollen wir mit Michael spielen? Machen wir. Ja, jetzt hänge ich da an der Ecke fest. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiß nicht, irgendwie habe ich mit Trevor besser gezielt. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl die Steuerung ja gleich ist. Es ändert sich ja nicht. Ändert sich ja gar nichts dran. Huch, na komm, lad nach. So. So. Let's move it. Da ist unser Auto, unser Fluchtfahrzeug. Da müssen wir schnell rein. Warte auf die Crew. So. Komm, einsteigen. Fuck you!
So, und jetzt müssen wir auch hier schon das Steuer übernehmen. In der Ego-Perspektive. Ach, wie ich das liebe. Dieses Spiel in der Ego-Perspektive. Ey, das ist einfach nochmal so grandios gemacht. Also Rockstar Games hat hier echt ein geiles Spiel abgeliefert für den PC. Es ist nicht einfach nur eine schlichte Portierung. Da steckt schon mehr hinter. Das merkt man auch. Oh. Straße ist gesperrt. Wie kommt das denn? So. Bam. You guys all right? Fuck. Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No. Hey. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Alter, Brett voll. Das ist halbe Gesicht schon zermatscht. Where the fuck's the chopper? Fuck. Aber das meine ich. Brett sieht jetzt viel dicker aus. Eben in der Bank sah er noch nicht so dick aus. Oder bilde ich mir das nur ein? Bilde ich mir das ein? Brett ist doch jetzt viel dicker. Nein, Michael! Ach, da hinten sind auch noch welche. Zack, ich und... jetzt erstmal nachladen. Jetzt treffe ich gerade gar nichts mehr. Alter. Sag mal. Jetzt müsste es eigentlich gleich weitergehen. Ja, jetzt geht's weiter. Trevor und die Frauen, ach ja. Da kommt auch noch einiges aus dem Spiel auf einen zu. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt mein Handy... Oh, ich habe vergessen, den Timer einzustellen. Mache ich das mal schnell. Stumm ist es geschaltet, das ist schon mal gut. Aber ich brauche einen Timer, ne? So. Ich möchte ja wissen, wie weit ich bin und so weiter. Ist ja wichtig. So. Beerdigung. Was not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael, like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friends. Ja, Grand Theft Auto 5. Ah, ich liebe es. Ich habe schon mal gesagt, dass ich das Spiel liebe. Ich glaube nicht, ne? Ich liebe es. So, ich kann es immer wieder sagen. Es ist einfach so. Yep, ich bin mir sicher. Ich hatte ja schon mal ein Safe Game angefangen gehabt. Aber das überschreibe ich jetzt natürlich. So, weiter geht's. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked.
Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ja, ah, schön. Ich werde gleich auch nochmal genauer auf meine Einstellung eingehen, bevor wir mit der nächsten Mission weitermachen. Das ist eine Flasche. Da ist ja gar kein Pfand drauf. Scheiß drauf. I know just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Und da ist Franklin. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. That house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Na, Franklin. Eigentlich hat er gar keinen Bock mehr auf diese Gangster-Scheiße, aber ich steck da halt immer noch mittendrin. Ne, wenn man so Freunde wie Lamar hat, da kommt man da auch nicht mehr raus, ne? Und will die auch nicht hängen lassen. Oh, guck mal. Ja, komm her. Oh. Okay, welchen Wagen? Ich nehme den... Nein, nicht den Audi. Den Audi-Verschnitt, den mag ich überhaupt nicht. Ich mag allgemein keine deutschen Autos. Da er aussieht wie ein Audi und somit ja, auch ein deutsches Auto ist, will ich ihn nicht haben. So. Lamar. Ich hol dich. Ja, gut um die Kurve Ich muss konzentrieren, ich will nicht so gut mit Tastatur fahren. Okay. Ich versuche mal unfallfrei das zu schaffen, das ist jetzt mein Ziel. Okay, das habe ich gut abgebremst. Man soll es auch irgendwie schaffen, ihn zu besiegen, aber ich, beim besten Willen, ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Weil das Spiel einem hier so oft Steine in den Weg legt. So, wie zum Beispiel Aliens. Ja, gut, der gibt mir natürlich eine Delle, 100 Pro. So. Läuft ganz gut bis jetzt. Ist jetzt auch kein Unfall, außer den einen Typen da umgefahren. So,
So langsam kennt man das Spiel ja auch, ne? Man weiß, wo was kommt. Irgendwelche getriggerten Momente. Oh. Nein, Alter. So viel zum Thema unfallfrei. Naja, ja, einmal irgendwo gegen gefahren, dann ist man sofort raus. Am liebsten würde ich nochmal neu starten, aber nee, mach ich nicht. Falls jemand weiß, zufällig, gerade, während ich aufnehme, was man machen muss, damit Shadowplay keine Begrenzung mehr hat. Ab 3,8 GB fängt er einfach eine neue Aufnahme an. Und das ist gerade, bevor wir angefangen haben loszufahren, bei mir passiert. Und das nervt mich immer. Dass der das immer... Aber Lamar ist auch nicht fehlerfrei davon gekommen. Er hat auch eine Delle. Das ist schon mal schön. Ja, wie gesagt, wenn das jemand weiß, wie man das bei Shadowplay irgendwie aushebeln kann und man da irgendwie in der Registrie irgendwas eintragen muss oder sonst was, ich würde mich freuen, es zu erfahren. So. Die Polizei, unser Freund und Helfer, nicht. Okay, weg von den Bullen. Aber wohin? Ja, jetzt gerate ich in Panik und baue wieder Unfälle. Ich will auch den Wagen möglichst heil abliefern. Ich... Okay. Experts warned yesterday, as people no longer had movies to warn them of the danger of making bad choices. Boah, mit dem Wagen hier unten stehen, ey, ist so, fahren ist so schrecklich, weil das so tiefer gelegt ist und die Gleise. So. Ich hoffe, es kommt kein Zug. Das wäre jetzt sehr schlecht für mich. So. Holen los. Gut durchgeflutscht. And I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. You're disgusting. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool. Ja, den jungen Mann werden wir auch noch öfters zu sehen bekommen. You better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this one. He real to me. He gonna get all this full of money, watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel. I'm out. I holler at you, homie. Best part, man. Ach, ey, wie der Wagen wieder aussieht, ey. Was hab ich denn da wieder abgeliefert? Ey, hat er fast fehlerfrei hier. Unfallfrei hinbekommen und ich guck dir das an. Blut. Motorhaube ist nicht mehr richtig. Sitzt nicht mehr richtig. Ach, und hier ein angekauter Reifen, ey. Da hatte Simeon wohl Hunger gehabt. Hat er sich wohl mal ein kleines Stückchen Reifen gegönnt. Ja. So. Das hier ist Michael, Franklins Auto. Oh yeah. Ich muss unbedingt Radios noch abschalten. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Aber das wird schon. Ich laber einfach drüber.
Und dann klappt das schon mit dem Musik. Hoffentlich. Ja. Und wenn nicht, dann ist es halt weg. Genau, ich werde jetzt erstmal das eine Video hochladen, um zu sehen, was passiert, ob YouTube das sperrt. Und falls ja, dann muss ich mir was überlegen, wegen Musik und so weiter, ne? So, schnell rein, damit die Musik endet. Komm, jetzt ist gut. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Yo. What? Oh, fuck. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoot! Shoot! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. Ja, ja, die Tante von Franklin. Eine liebreizende junge Frau. Da wünscht man sich doch, mit so einer Person zusammenzuleben. Naja, was soll man machen, ne? Aber ich sag jetzt schon mal, goldene Zeiten für Franklin voraus. Man muss den Scheiß bald nicht mehr... Ich will jetzt nicht spoilern, ne? Aber es sollte eigentlich jeder schon mittlerweile die Story kennen von GTA. Also, denke ich mal. Hallöchen, schöner Mann. So, okay. Genau, ich wollte ja noch schnell auf die Einstellungen eingehen. Weiter. Ich wollte ja schnell auf die Einstellungen eingehen. Das kann ich jetzt mal machen. Und zwar... Grafik-Settings nicht. Ja, so... 1080p, 80 Hertz, ja. Ich habe 80 Hertz, mein Bildschirm 80 Hertz erzogen. Dann läuft das Spiel komischerweise flüssiger. Ja. FXAA an, MSAA aus, bla bla bla. Huch. Oh Mann, ich vergesse mal nochmal ein zweites Mal reinzuklicken. So. Bevölkerungssicher habe ich alles hoch. Texturen. Schatten habe ich nur auf hoch, weil die Schatten fressen echt viel Performance. Das ist echt krass, was die Schatten so brauchen. Bewegungsunschärfe habe ich aus, weil Bewegungsunschärfe ist der letzte Scheiß. Ganz ehrlich, wie kam man darauf, Bewegungsunschärfe in Spielen einzubauen? Wenn ich mich bewege und hin und her gucke, ja, dann sehe ich doch nichts unscharf. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. So, hier erweiterte Grafik habe ich auch alles an. Bis halt der Balken hier, der geht nur an, wenn man die Schatten auf sehr hoch stellt. Ja, ich habe eine 970 übrigens, die GTX 970. 16 GB Arbeitsspeicher und ein i7-4770K. Auf 4 GHz getaktet. Ja, und so habe ich eigentlich die beste... Mit der Einstellung habe ich die beste für mich beste Optik und von den Frames ist es auch okay. Draußen in der Pampa, da geht die gehen die Frames ein bisschen runter, aber das ist noch verkraftbar. Dann bin ich so immer so zwischen... Ah, 50 und 60 so um den Dreh. Manchmal auch ein bisschen weniger. Aber auch nur bei Extremsituationen. So. Ja, wir wollen das überschreiben. Unser alten Spielstand. So. Ah, ja, und damit verabschiede ich mich auch von dieser Folge. Oder wie... Ach komm, wir gehen doch mal hier das Haus durchsuchen. Hier ist unser Tantchen. Hey, what's up? Hey, Auntie, please act normal, just for once. Ja. Ach Gott, die Frau sieht raus. So, was haben wir hier? Zeitung? Daily Globe. Ein Bier, ein abgestandenes Bier. Ah, da träumt doch jeder von, ne? Wenn man einen Tag unterwegs war, geht man doch gerne in die Küche und stellt sich ein abgestandenes Bier, was offen in der Küche steht, nicht gekühlt. Das trinkt man gerne. Hier ist Medipack, aber ich bin ja voll. Ich brauche das nicht. Hier eine kleine Abstellkammer, eine Trittleiter und so weiter und so fort. Ne? Hier das Schlafzimmer von so einem Tantchen. Mit so einem schönen Steinchen. Und hier Pflegeprodukte natürlich. Ne? Welt von Frauen muss natürlich auch gepflegt werden. Will gepflegt sein, besser gesagt. Pflegen können sie sich alleine, die müssen nicht gepflegt werden von anderen. Und hier, hier, guck mal. CJ's Toothpaste. Ja, CJ kennt ja wahrscheinlich noch der ein oder andere von GTA San Andreas.
der Hauptcharakter. Ja, und der macht jetzt wohl eine Zahnpasta, so wie es aussieht. Keine Ahnung. Haben sie schon extra eingebaut. Ja, auf jeden Fall, das war's. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Und ja, mal sehen, ne? Mal sehen, ob das Video gesperrt wird wegen der Musik. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich sagte mal, bis dann und tschüss.